So, das ist eine Ergänzung zu den Erläuterungen auf bonsai-machos.de zum Thema Netzschmutz. Inwiefern bringen Steckdosenleisten etwas dagegen? Wie weit wirkt sich das auf den Klang aus? Einfach nur, um einmal zu demonstrieren, dass es tatsächlich im Stromnetz messbare Störungen gibt. Ich hatte diesbezüglich kein anderes Video im Netz gefunden, dass das irgendwie mal einigermaßen wissenschaftlich angeht. Schaut euch einfach mal an, was passiert. Wir haben hier ein riesig teures Messgerät für Störungen im Stromnetz. Das werden wir jetzt mal zum Einsatz bringen und schauen, was passiert. Wir stecken das Monster an die Steckdose, stellen fest, es macht üble Geräusche und zeigt einen Wert von 591. Das ist eine subjektive dreistellige Skala, auf der hier Netzschmutz dargestellt werden soll. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir eine handelsübliche Mehrfachsteckdose verwenden. Ja, nicht wirklich viel. Wir sind jetzt bei 585. Das Gerät macht immer noch unangenehme Geräusche, und zeigt rote Balken an. Jetzt gehen wir mal zur nächsten Lösung. Das ist jetzt eine Steckdosenleiste mit Netzfilter aus dem Baumarkt. Eine Brennstuhl BF30.000 ist im Handel so für 50, 60 Euro zu bekommen. Okay, hier sehen wir jetzt das erste Mal einen deutlichen Effekt. Wir sind vom Wert auf 356 runtergekommen. Das Geräusch ist etwas angenehmer geworden. Wir haben jetzt hier einen Fall, wo die Steckdosen untereinander miteinander verbunden sind. Das heißt, eine Steckdose kriegt von der anderen Strom. Es gibt jetzt einen Isotec Faceplug Evo 3, den werde ich jetzt mal eben einstecken. Der soll diesen Effekt des Netzschmutzes reduzieren, wenn er in normale Steckdosenleisten oder auch entsprechende Wandsteckdosen eingebracht wird. Und wir sehen hier einen recht deutlichen Effekt. Einfach dadurch, dass die Steckdosen verbunden sind, sind wir jetzt auf einen Wert von 156 runtergekommen. Und wir werden jetzt mal gucken mit einer Isotec High-End-Leiste. Das ist eine Evo 3 Sirius. Unter Klosterschwestern so um die 600 Euro gehandelt. Da sind jetzt die Steckdosen jeweils einzeln mit dem Entstörfilter verbunden. Es gibt keine Verbindung mehr der Steckdosen untereinander und werden mal schauen, inwieweit hier sowohl der Faceplug irgendwelche Effekte zeigt, als auch der Strom vielleicht schon von Haus aus ausgefiltert wird, die ganzen Netzschmutzanteile. Gut, hier sehen wir jetzt eine extreme Reduktion des Wertes Netzschmutz. Unser Messgerät zeigt grüne Balken und einen Wert von 0,28. Das ist quasi keine Störung mehr. Das haben wir jetzt von knapp 600 rausgefiltert. Meine krasseste Steckdose, die ich gefunden habe im Haus, hatte einen Wert von 720 angezeigt. Den konnte man überhaupt nur in der Verbindung zwischen dem Isotec Isoplug und der Isotec Leiste rausfiltern. Das war eine Mehrfachsteckdose. In der Kombination konnte man das fast auf Null fahren. Ich zeige hier eben nur noch mal der Vollständigkeit halber, dass der Isoplug bei Isotec selbst relativ wenig bringt, weil die Steckdosen nicht untereinander verbunden sind.
Hier wird also der Wert nur auf 0,27 verändert. Das heißt, er ist mehr oder weniger identisch geblieben. Das sind so minimale Schwankungen, die eher der, ich sag mal, leicht übertriebenen Präzision des Messgeräts geschuldet sind. Aber man sieht, es gibt tatsächlich so etwas wie schlechten Strom, der verursacht wird durch diverse Störquellen im Haus, durch die Länge der Netzleitung, durch Geräte wie Mikrowellen, ähnliches, die auch Störspannungen einbringen. Und wir haben jetzt hier ein alleinstehendes Einfamilienhaus, das circa 10 Jahre alt ist. Das heißt, hier ist jetzt auch keine vorsintflutliche Elektroinstallation verbaut, sondern es gibt einen dokumentierten Plan, wo was ist, wie was verläuft. Und es gibt einen E-Check dazu. Das heißt, es entspricht eigentlich den neuesten Vorgaben. Wie gesagt, mehr Info und ein ausführlicher Test dazu, was diese Netzfilter dann auch klanglich bei Hi-Fi-Anlagen bringen, findet ihr auf www.bonsaimachos.de. Vielen Dank.